Spanien ist einer der größten Fleischverbraucher auf dem europäischen Festland. Der Pro-Kopf-Verzehr liegt bei etwa 94 Kilogramm pro Jahr. Vor allem in der Weihnachtszeit erhöht sich der Konsum. Aber es gibt nachhaltige Alternativen. Giuseppe Schionti erfand die Möglichkeit, vegetarische Steaks dreidimensional aus Internetvorlagen zu drucken. Es ist das erste Produkt, das gleichzeitig den Geschmack, das dreidimensionale Aussehen und die faserige Konsistenz eines Fleischstücks hat. Es ist eine echte Alternative zu tierischem Fleisch. Experten sind sich einig, dass der Fleischkonsum zum Klimawandel beiträgt. Die Viehzucht hat eine größere Auswirkung auf die Umwelt in Bezug auf Treibhausgase als der gesamte Transport zusammen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen schätzt, dass 14,5% der Treibhausgase von der Viehzucht und 13% vom Transport der Tiere stammen. Das Ziel des in Barcelona lebenden Italieners ist, seinen dreidimensionalen Fleischersatz aus dem Drucker im großen Stil zu produzieren. Im Moment arbeitet er noch an den verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die Ernährungswissenschaftlerin Martinez Obiols sagte, dieses 3D-gedruckte Fleisch ist mit Erbsen, Reis und Algenprotein hergestellt. Die Aminosäurenkette ist ernährungsphysiologisch gut, es ist ausgewogen. Wenn ich einen Proteinshake oder Eiweißriegel empfehlen kann, warum sollte ich dann nicht auch ein Proteinsteak empfehlen? Wenn es wirklich wie ein Steak schmeckt, das ist natürlich wichtig, den Geschmack zu überprüfen. Nicht nur die spanischen Verbraucher ändern ihre Gewohnheiten. In den letzten Jahren ist der Anteil der Fleischersatzstoffe auf dem europäischen Markt um 451% gestiegen.